Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema finanzielle Freiheit. Ja, ich weiß, es gibt wahrscheinlich schon zigtausende Videos auf YouTube, aber auch sehr, sehr viele Beiträge, wenn man die bei Google sucht. Dennoch möchte ich auch ich einmal darüber sprechen, und zwar habe ich mir jetzt einige Tage Gedanken darum gemacht, wie das Ganze aussehen kann, wie erreicht man das am besten. Und natürlich erreicht tut man da natürlich das Ganze über das passive Einkommen. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, denn die finanzielle Freiheit bedeutet ja, dass man auf das Geld nicht so angewiesen ist, weil es ja immer welches reinkommt, also frisches Cashflow zum Beispiel. Und da musste ich halt feststellen, man braucht gar nicht eine Million zum Beispiel. Und da war ich natürlich happy und habe mir gesagt, oh, man braucht keine Million, um finanziell frei zu sein. Super. Dann schaue ich mir das Ganze mal an. Wie kann ich das Ganze realisieren? Wie kann das Ganze aussehen? Und wie verlege ich das quasi Jahre nach vorne? Also ich will ja nicht noch zig Jahre darauf hin investieren, sparen, bis ich dann finanziell frei bin mit 60. Das ist nicht mein großes Ziel, sondern ich möchte das ja auch noch genießen. Und am besten wäre natürlich, dass das Ganze in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren, 8 Jahren, das Ganze zu realisieren, um dann zum größten Teil vom passiven Einkommen zu leben. Und da kommen wir auch schon zum Thema vom größten Teil. Also, ich möchte natürlich, wenn ich finanziell frei bin, nicht nur den ganzen Tag auf dem Sofa oder auf der Couch liegen und einfach nichts tun. Nein. Das sind die meisten Leute von uns, die möchten das gar nicht. Also, die das wahrscheinlich die Videos jetzt schauen, das sind das alles Leute, die investieren, die arbeiten, die möchten halt etwas erreichen. Und deswegen sind wir eigentlich Leute, die, wenn wir finanziell frei wären, nicht auf dem Sofa liegen würden, sondern wir würden das machen, was uns Spaß macht. Also, wir würden unsere Arbeitszeit zum Beispiel nicht für viel Geld verkaufen, sondern wir würden das machen, was uns wirklich Spaß macht, und dafür halt Geld kassieren. Das kann auch mal weniger Geld sein, aber wir wissen ja, wir bekommen einen bestimmten Cashflow und deswegen brauchen wir weniger arbeiten oder können einen geringfügigen Job annehmen, wo es halt wirklich weniger bezahlt wird, aber es macht uns Spaß. Und das nenne ich finanzielle Freiheit. Nicht, dass man dann einfach Geld bekommt und einfach nichts tun muss, sondern für mich ist die finanzielle Freiheit das, was man tun kann, was man möchte, auch wenn man halt weniger Geld bekommt. Ja, und da habe ich mir zwei Beispiele herausgesucht. Einmal als, sag mal, als kleiner Selbstständiger. Also man kann Geld verdienen über die Selbstständigkeit, zum Beispiel mit Affiliate-Programmen, mit Softwareentwicklung oder auch Dienstleistungen verkaufen oder halt Blogbeiträge, und dafür bekommt man halt Geld über Affiliate. Oder bei YouTube-Videos, wo man halt Geld bekommen kann, wenn man die Werbung einblendet. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man als Selbstständiger etwas Geld dazu verdienen kann. So, die zweite Möglichkeit wäre über einen Minijob. So, und diese zwei Möglichkeiten habe ich mal herausgesucht, und die möchte ich einmal durchgehen, wie man halt oder wie viel man muss man dazu verdienen, wie viel passives Einkommen sollte man haben, um das Ganze halt wirklich halt, sagen wir mal, finanziell frei zu sein. Also dass man tun und lassen kann, was man so möchte. So, dann kommen wir zu den Tabellen. Ich scrolle einmal runter. Und da beginnen wir auch. Ich habe es, wie gesagt, ich mal geschrieben, selbstständig, Minijob, das unterteile ich dann einmal. So, und die Lebensunterhaltskosten habe ich hier mit 28.800 Euro halt ja ausgewählt. Ich habe mal zwischen 2000 und 2500 Euro habe ich mal ein bisschen halt recherchiert, bräuchte so eine vierköpfige Familie. Ich habe jetzt einfach mal 2400 Euro als mal so als Wert genommen. Natürlich wird vielleicht der eine oder andere mehr brauchen, die Familie, und die andere Familie vielleicht das weniger. Es kommt auch darauf an, wo man wohnt. Wohnt man in Berlin, wohnt man auf einem kleinen Dörfchen oder in München, dann wird natürlich das Ganze. Aber so im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, mit diesen 28.000, 29.000 oder beziehungsweise vielleicht 30.000 wird man sehr gut zurechtkommen. 2.500 Euro oder 2.400 Euro im Monat ist doch schon eine ordentliche Summe. Da ist alles drin. Also da sind Versicherungen drin, da ist die Autokosten drin, Kleidung, Essen, wirklich alles,
enthalten, auch Urlaub ist mit enthalten, auch ein kleiner Sparbetrag, dass man nebenbei zur Seite etwas legen kann. Alles in diesen 2400 bzw. 2500 Euro ist alles schon mit drin. Natürlich haben die Leute, die schon eine Immobilie besitzen, zum Beispiel eine selbstgenutzte, die vielleicht sogar schon demnächst abbezahlt sein wird, in den nächsten Jahren, oder man ist fleißig dabei, oder die ist schon abbezahlt, dann haben die natürlich einen enorm großen finanziellen Vorteil. Man spart natürlich ja vielleicht Miete von 400, 500, 600 Euro, und dann ist es natürlich nochmal, sieht das Ganze mal anders aus. Also da kommen wir schon, also schon sehr, sehr interessant das Ganze. Ja, dann die Kranken- und Pflegeversicherung, das ist auch, die man dann selber tragen muss, wenn man natürlich nicht angestellt ist, muss man das selber dafür sorgen, dass man eine Versicherung hat, eine Krankenversicherung. Das sind mittlerweile ungefähr bei 17,8%, muss man da ungefähr rechnen. Und die sind unterschiedlich, kommt darauf an, was für ein Einkommen man hat. Und deswegen unterscheiden sie sich hier jetzt in diesem Fall. Das werden wir unten weiter sehen, warum sich das Ganze unterscheiden wird. Ja, darauf kommen wir nochmal später nochmal zurück. So, das passive Einkommen, das habe ich jetzt unterteilt: Immobilien und Rights. Also Immobilien kann man über Miete Sachen erhalten, also die Einnahmen, und Rights ganz normal über die Ausschüttungen. In diesem Fall habe ich jetzt nur Rights betrachtet, für mich persönlich. Der eine oder andere kann natürlich sagen, ne, ich möchte vielleicht doch lieber eine physische Immobilie haben, dann kann er das Ganze über Miete halt berechnen, das Ganze. So, also ich habe jetzt einmal Rights genommen, da haben beide Sachen selbstständig und Miete das gleiche, also 3500 Euro über Rights-Einnahmen, das sind ungefähr 7% ungefähr die Rendite, was man bei Rights bekommt, mal mehr, mal weniger. Dann Kapitalerträge über Aktien, das ist also das meiste, was ich möchte, ist ja die Dividenden bekommen. Ich möchte Aktien nicht verkaufen, sondern ich möchte einen gewissen kontinuierlichen Cashflow aufbauen, und das kann ich nur über Dividenden generieren. So, deswegen hier 13.500 Euro über Dividenden im Jahr, und dann noch Kapitalerträge über, also P2P, eventuell auch Krypto. Da habe ich nur 1000 Euro, weil ich bin doch nicht so risikofreudig, vielleicht wie der eine oder der andere. Das ist für mich doch noch etwas zu viel Risiko. Viele werden sagen, ja, man kann das doch schon auf 50-50 aufteilen, vielleicht 60-40. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, ich habe da auch noch nicht so viel Erfahrung mit P2P. Vielleicht, wenn ich die nächsten Monate oder Jahre mir ja so viel mehr mit P2P mit beschäftigen werde, vielleicht wird sich das auch die ändern. Also vielleicht mache ich dann 30% P2P oder 20% P2P, das weiß ich. Aber jetzt erstmal in diesem Moment sehe ich das halt doch als hohes Risiko, und da ich mich noch nicht so gut auskenne, habe ich jetzt nur 1000 Euro Zinseinnahmen über P2P. Man könnte auch Krypto mit reinnehmen, also es gibt halt diese Krypto-Mining, und da gibt es durchaus 30% im Jahr. Man also investiert in Unternehmen, die halt das Ganze meinen, die Kryptowährungen, und erhält dann einen großen Batzen ab, weil es einfach so ja, effektiv das Ganze läuft. Haben die meisten so 30, 20, sogar 40% im Jahr, was sie erwirtschaften können. Aber das lasse ich komplett raus. Das ist wirklich extremes Risiko. Da sollte man, wenn dann, nur wirklich gering mit einsteigen. Also meiner Meinung nach. Jeder kann es natürlich anders machen. So, und dann komme ich auf eine Gesamteinnahme über passives Einkommen von 18.000 Euro. Das ist natürlich jetzt ein Wunsch, was das sein sollte. So, und dann die nächsten. So, dann haben wir noch weitere Einkommen. Ich habe jetzt genommen eine vierköpfige Familie, also mit zwei Kindern und zwei Erwachsenen. Kindergeld gibt es 2019 204 Euro pro Kind. Das heißt also, knapp 4.900 Euro würde man Kindergeld bekommen im Jahr. So, und dann selbstständig oder minijobliche verfasst. Das heißt also, als Selbstständiger würde man 10.000 Euro machen, zum Beispiel. Man kann das zu zweit machen, also die Frau und der Mann gemeinsam in einem selbstständigen, also eine selbstständige Tätigkeit, dann machen die zusammen 10.800 Euro. Oder halt Minijob, jeweils jeder 5.400, also die Frau und der Mann jeweils 5.400 Euro, also 450 Euro Job, und dann wären es auch 10.800 Euro. Ich habe es mal gleich genommen, damit man einfach unterscheiden kann, was ein Selbstständiger am Ende hat und was, wenn man also einen Minijob macht, ne? So, die Einnahmen sind hier auch, werden gleich.
kommen wir halt ein bisschen weiter. So, und dann kommen wir zu den versteuerten Einkommen. Der Selbstständige muss seine 10.000 Euro, die er aus der selbstständigen Tätigkeit halt verdient, die 10.000 Euro, muss er versteuern. Genau das auch zusätzlich, das passive Einkommen, was wir hier oben erfasst haben, das waren ja, glaube ich, 15.000, meine ich. 18.000, genau. Also er muss die 18.000 plus die 10.800 muss er halt versteuern und zusammen werden das dann halt 27 abzüglich der Freibetrag von 1.600 Euro wären es halt 27.200 Euro, die er versteuern muss. Das heißt, da gibt es halt eine Steuertabelle, kann man sich halt anschauen und halt mal festlegen, also feststellen, bei 27.000 Euro Einnahmen wird man halt, wenn man verheiratet ist, ungefähr 1.600 Euro Steuern zahlen müssen. Das ist ein Steuersatz von knapp 6%. Ist einigermaßen eigentlich okay, ist wirklich niedrig und somit würde man ein Einkommen nach Steuern von 30.500 Euro haben. Dazu kommen noch halt die Kindergeld noch dazu, die Abzüge des Steuernabzugs und dann hat man die 30.500 Euro. So, abgezogen hier auch noch die Krankenkasse oben, die hat man ja gesehen, die war ein bisschen höher. Das kommt deswegen zustande, dass sie höher ist, obwohl die Einnahmen alle ähnlich sind, hat der Selbstständige immer mehr Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als einer, der Minijob macht. So, der Grund dafür ist ganz einfach und zwar die Kranken- und Pflegeversicherung, die 17,8% werden berechnet von dem Einkommen, also von dem versteuernden Einkommen. Das ist ja beim Selbstständigen viel, viel mehr. Also der Selbstständige zahlt etwas mehr, weil, wie gesagt, die Kranken- und Pflegeversicherung werden von dem versteuernden Einkommen berechnet. So, und deswegen hat er hier etwas mehr als der, wenn man einen Minijob macht. Aber Minijob wird nur das Passiveinkommen halt als für die Berechnung genommen und beim Selbstständigen, wie gesagt, Passiveinkommen plus die selbstständige Tätigkeit. Das dazu. Da hat, wie gesagt, der Minijob macht doch schon einen entscheidenden Vorteil. Ja, dann, wie gesagt, kommen wir noch einmal kurz zurück hier. Der Minijobber, wenn man also zu zweit einen Minijob macht, man bekommt die passives Einkommen von 18.000, Kindergeld noch dazu, der zu versteuerndes Einkommen sind dann halt 16.400 Euro, also von den 18.000 Euro werden noch der Freibetrag von 1.600 Euro abgezogen, sind 16.400 Euro und die 16.400 Euro, dafür muss man keine Steuern zahlen. Also Steuersatz von 0. Plus das Kindergeld obendrauf, dann hat man ein Minijob auch steuerfrei drauf, dann hat man ein Einkommen von 32.000 Euro. So, in diesem Fall kann man die Kosten komplett decken. Das sieht man also hier oben. Also man kann die, sagen wir mal so, fast komplett decken. Und beim Selbstständigen muss er doch schon etwas mehr tun, damit man die decken kann. Also der Minijob hat doch schon einen kleinen steuerlichen Vorteil. So, ja, wie groß muss das Depot, wie viel Kapital benötigt man, um eine selbstständige oder ein passives Einkommen von 18.000 Euro zu generieren? Also man benötigt dann von den Rights, habe ich vorne mir aufgeschrieben. Ich komme mal einmal runter. So, also Rights, da braucht man ungefähr 50.000 Euro mit 7%, um die 3.500 Euro zu generieren. Für die 1.000 Euro Zinsen über P2P benötigt man ungefähr 12.000 Euro. Da kommt es immer darauf an, wie hoch sind die Zinsen. Also die liegen im Durchschnitt zwischen 8 bis 12%. Wenn man Bondora nimmt, dann habe ich gehört, das sind auch schon ungefähr um die 10%, kann man da gut machen. Also ich habe es mit 8% jetzt gerechnet. Also benötigt man ungefähr 12.000 Euro, um halt 1.000 Euro Zinsen zu bekommen. So, um die 13.500 Euro Dividenden zu erhalten, wird der größte Brocken benötigt. Das sind also 335.000 Euro an Depotwert bei einer Dividendenrendite von knapp 4%. So, alles in allem wird ungefähr in etwa 400.000 Euro benötigt, um diese 18.000 passives Einkommen halt zu generieren. Also um die Hälfte des Einkommens zu generieren, die andere Hälfte über Minijob oder halt
Selbstständige Tätigkeit werden 400.000 Euro benötigt. Ja, das sind schon ein ordentliches Stückchen. Das habe ich auch mir gedacht und dachte ich, 400.000 Euro, doch, da wird man doch noch schon einige Jahre benötigen, um das zu erreichen. Wie kann man das Ganze nochmal kürzen? Und da habe ich mir gedacht, da wieder eine Tabelle gemacht. Und zwar, da sehen wir hier, die Lebensunterhaltskosten habe ich wieder so beibelassen, so 30, 28, 29.000, habe ich mir auch mit 30. Die Krankenpflegeversicherung liegt hier bei 4.000 Euro, da sieht man schon, man hat auch eine selbstständige Tätigkeit. So, und da habe ich mal mit reingenommen, also Immobilienmiet, zum Beispiel, wenn man eine Wohnung hat, dann von 250 Euro Miete ungefähr, kommt man etwa auf 3.000 Euro. Rights habe ich hier mit 2.000 Euro berechnet, Kapitalerträge 18, also Dividenden ungefähr 8.500, also 8.500 Euro und Kapitalerträge P2P 850 Euro. So, insgesamt wird man hier ein passives Einkommen von 14.000 Euro generieren können. So, dann wie gesagt, Kindergeld kommt hinzu. Minijob, zum Beispiel, man ist zu zweit. Der eine macht einen Minijob, 5.000 Euro, das ist steuerfrei dazu. Und der andere, zum Beispiel der Mann oder die Frau, die macht eine selbstständige Tätigkeit und erwirtschaftet vielleicht 15.000 Euro im Jahr. So, und dann haben wir dadurch nochmal 25.000 Euro drauf. Dann haben wir Abschreibung für die Wohnung. Das sind ungefähr 1.000 Euro, die man abschreiben kann. Der Freibetrag, wie bereits erwähnt, sind es 1.602 Euro. Also steuerlich absetzbar sind nochmal 2.600 Euro. So, dann haben wir zu versteuerndes Einkommen. Das sind die passive Einkommen. Das waren die 14.000 Euro plus die selbstständige Tätigkeit von 15.000 Euro minus die steuerlichen absetzbaren Beiträge kommt man auf 26.750 Euro. Diese werden halt versteuert. Dann muss man ungefähr 1.500 Euro Steuern zahlen, also ein Steuersatz von 5,7%, also ein recht angenehmer Steuersatz, recht niedrig, wie ich finde. Und hat dadurch ein Einkommen nach Steuer von 35.000 Euro. Also zu diesem zum versteuerten Einkommen werden ja abgezogen die Steuern. Hinzu kommt dann der Minijob von den 5.000 Euro und Kindergeld. Und dann haben wir einen kompletten steuerfreien, also ein Einkommen nach Steuern von 35.500 Euro und die Kosten betragen 34.800. Also man hat das damit quasi ausgeglichen. Und somit hat man eine finanzielle Freiheit. Also für mich ist das natürlich dann viel, viel geringer. Also in diesem Fall benötigt man halt nur wirklich zwischen 200 und vielleicht 250 bis 300.000 Euro. Es kommt darauf an, wie man die Wohnung halt kauft, selbst finanziert, also über Kredite oder ob man das direkt bezahlt, kommt halt darauf an. Und deswegen werden halt in diesem Fall so zwischen 200 und 300.000 Euro benötigt. Und im ersten Fall war es ja 400.000. Also es ist schon doch ein Stückchen näher und realistischer, dass man das in den nächsten Jahren erreichen kann. Ja, und dann, wie gesagt, hat man doch schon ein Stückchen finanzielle Freiheit. Also man bekommt ein passives Einkommen, man macht das, was man möchte. Also man macht eine kleine selbstständige Tätigkeit, einen Minijob dazu und verdient somit etwas Geld und halt die Freiheit, nicht mehr für einen Chef arbeiten zu müssen, so großartig. Oder man tut das, was man möchte. Und ja, hat man dadurch ein bisschen mehr Freizeit. Und das ist für mich dann die finanzielle Freiheit. Ja, das Video ist doch schon recht lang geworden. Ich meine, so 19, 20 Minuten werden es wohl gewesen sein. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre etwas kürzer. Aber ich muss doch etwas mehr erzählen darüber. Und ja, das ist meine Ansicht über finanzielle Freiheit, wie man die halt etwas früher erreichen kann. Wie gesagt, passives Einkommen über P2P, über Immobilien, über Rights, über Aktiendividenden. Zusätzlich dazu ein Minijob, der steuerfrei ist. Und eine selbstständige Tätigkeit. Alles in allem hat man dadurch eine finanzielle Freiheit. Man hat die Freiheit, das zu tun, was man möchte, oder halt einfach weniger arbeiten. Man hat mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für Hobbys, Freizeit mehr. Ja, und das war es dann auch schon für das Video. Falls ihr Fragen habt, einfach rein. Falls ihr Anregungen habt, auch in die Kommentare rein. Wenn ihr das anders sehen tut, auch in die Kommentare rein. Können wir darüber diskutieren. Was ist eure Meinung dazu, diese ganze finanzielle Freiheit? Wie stellt ihr euch die finanzielle Freiheit vor?
oder wann wollt ihr die erreichen? Würde mich einfach mal alles interessieren. Einfach in den Kommentar rein, dann können wir darüber sprechen. Und somit bedanke ich mich dann fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.